Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Situation nach dem überraschenden Wahlausgang in Berlin scheint verfahren. Die bisherige Regierungskoalition aus CDU und FDP ist abgewählt, ein neues Bündnis nicht in Sicht. Verstärkt wurde heute über die Bildung einer großen Koalition aus CDU und SPD spekuliert. Vereinzelt der Ruf nach Neuwahlen laut. Und auch die dritte Alternative, ein rot-grünes Bündnis, wird offenbar nicht völlig ausgeschlossen. Zudem wurden heute erste bundespolitische Auswirkungen sichtbar. In der Union entbrannte eine offene Auseinandersetzung über den künftigen Kurs. Nicht zuletzt wegen des völlig unerwarteten Einzugs der rechtsgerichteten Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus. Hier das vorläufige amtliche Endergebnis, das erst eine halbe Stunde nach Mitternacht vorlag. Danach fiel die CDU um 8,6 Punkte auf 37,8% der Stimmen zurück. Die SPD verbesserte sich um 4,9 Punkte auf 37,3%. Die alternative Liste legte 1,2 Prozentpunkte zu und kam auf 11,8%. Die FDP verlor mit 4,6 Prozentpunkten mehr als die Hälfte ihrer Wähler und ist mit einem Stimmenanteil von nur noch 3,9% nicht mehr im Berliner Parlament vertreten. Und schließlich die Republikaner, die im ersten Anlauf an der Spree 7,5% der Stimmen schafften. Aus diesem überraschenden Wahlergebnis ergibt sich folgende Sitzverteilung. CDU und SPD stellen jeweils 55 Abgeordnete. 17 Mandate entfallen auf die alternative Liste und 11 auf die Republikaner. Mienen sprechen manchmal Bände. Die des Kanzlers war heute besonders düster. Ihm gegenüber im CDU-Präsidium der geschlagene regierende Bürgermeister. Eine bittere Niederlage. Darüber waren alle einig. Doch wie man wieder Boden gewinnen könnte, darüber herrschte Ratlosigkeit. Die Strategie von Generalsekretär Geißler, neue Wähler in der linken Mitte zu suchen, ist in der Union ohnehin umstritten. Die schweren CDU-Verluste durch die Erfolge der Republikaner brachten ihn heute noch mehr in die Schusslinie. Ist seine Strategie gescheitert? Ach was, Unfug. Da machte sich einer Mut. Geißler warnte davor, in der Union den Republikaner-Chef Schönhuber imitieren zu wollen. Doch Politiker wie Herbert Hupka, Wallmann und Drecker forderten auch, national und konservativ denkende Bürger nicht zu verprellen. Aus Bayern kam heute die schärfste unionsinterne Kritik. Das Ergebnis der Berliner Wahlen ist ein ernstes Signal. Es ist ein Debakel für die CDU. Hat überhaupt keinen Sinn, das nicht einzugestehen. Dazu ist offensichtlich auch die CDU selber bereit. Kohl steht ein Gespräch mit Weigel ins Haus. Umso nachdrücklicher betonte er heute vor der Bonner Presse, die CDU sei und bleibe eine Volkspartei der Mitte. Jegliche Zusammenarbeit mit den Republikanern lehnte er strikt ab. Es ist unübersehbar, dass in einer besonderen Weise in Berlin das Thema Ausländer eine große Rolle spielte. Dass mit der Angst der Menschen dort politische Geschäfte gemacht wurden, und dass wir insgesamt nicht nur für Berlin, sondern für die Bundesrepublik überlegen müssen, was wir hier zu tun haben, wie wir entgegenwirken können. Ratlosigkeit auch darüber, wie es in Berlin weitergehen soll. Eine große Koalition ist derzeit am wahrscheinlichsten. Die Bundes-CDU gab Diebken jedenfalls freie Hand dazu. Am liebsten weiter unter seiner Führung. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass es eine Verantwortung der Union als stärkster politischer Kraft in Berlin gibt. Bei dieser Formulierung bleibe ich. Das Normale wäre in der Tat, wenn die stärkste politische Kraft dann auch den Spitzenmann stellt. Denselben Anspruch hörte man heute wenige hundert Meter weiter auch in der Bonner SPD-Zentrale. Berlins SPD-Chef Walter Momper auf die Frage, ob er das Spitzenamt anstrebe. Davon gehe ich aus, ja. Die Freude über den eigenen Zugewinn war auch bei der SPD getrübt durch die Erfolge der Republikaner. Mit einer gewissen Genugtuung allerdings sieht SPD-Chef Vogel den bevorstehenden unionsinternen Streit entgegen. Wenn die Union die Absicht hat, denen zu folgen, die wie der Generalsekretär der CSU oder auch Herr Drecker ihr eine stärkere Akzentuierung des konservativen, des rechten Bereiches empfehlen, dann wünsche ich hier dazu alles Gute. Das wird für uns die Entfaltungsmöglichkeiten in die Mitte hinein noch günstiger gestalten, als sie ohnehin sind.
Etwas schlapp, die Fahnen entsprechend betrübt, auch die Stimmung bei der FDP. Da half heute nur der schon trotzige Blick nach vorn. Und die Grundlinie heißt, deutlich machen unsere eigenen Positionen, gemeinsam mit dem Koalitionspartner den Versuch unternehmen, Sachaufgaben noch in dieser Legislaturperiode zu lösen. Die Grünen dagegen sehen für sich einen negativen Trend vergangener Landtagswahlen gestoppt. Hinter das Koalitionsangebot der AL an die Berliner SPD stellte sich heute auch der Bonner Bundesvorstand. Ebenso wie die CDU will auch die SPD keine Gespräche mit den Republikanern über die Bildung eines neuen Senats führen. Die Sozialdemokraten lehnen aber im Gegensatz zur Union Sachgespräche mit der alternativen Liste nicht ab, um, so Landeschef Momper, auszuloten, was möglich ist und was nicht. Bis zum Mittwoch will die SPD einen Katalog an Sachforderungen für Verhandlungen mit der CDU und der AL fertigstellen. Aus Berlin Renate Bütow. Noch ist die Frage völlig offen, wie in Berlin weiter regiert werden soll. Sind Sie für eine große Koalition? Ich bin dafür, dass alles gemacht wird, dass in der Stadt Stabilität herrscht. Und da hat jede Partei, jeder Politiker seine Verantwortung. Als Eberhard Diepgen heute aus Bonn zurückkehrte, hatte er grünes Licht für eine große Koalition. Doch im Landesvorstand seiner Partei regen sich heftige Widerstände, auch wenn der Vorsitzende mit Applaus begrüßt wurde. Trotz Wahlniederlage will die Partei den regierenden Bürgermeister stellen. Wenn es eine große Koalition gäbe, dann mit einem regierenden Bürgermeister Diepgen? Also wenn man über theoretische Modelle redet, dann wird die stärkste Partei sicherlich den Seniorpartner spielen. Mit 0,5% allerdings nur im Vorsprung. Frau Bütow, das Wahlergebnis ist nun mal so, nicht? Auch Walter Momper, Parteichef der Berliner SPD, wurde am Abend vom Landesvorstand für seinen Wahlerfolg gefeiert. Innerhalb der Berliner SPD sind die Meinungen über eine große Koalition durchaus gespalten. Viele befürchten, dass dadurch die Parteienverdrossenheit noch weiter zunimmt. In der Frage eines Bündnisses mit den Alternativen hat sich der SPD-Spitzenkandidat schon am Wahlabend festgelegt. Von seinem Nein kann er sicher nicht ohne Gesichtsverlust abrücken, auch wenn die Stimmung an der sozialdemokratischen Basis überwiegend rot-grün ist. Walter Momper machte vor Beginn der Sitzung des Landesvorstandes unmissverständlich deutlich, dass auch er das Amt des regierenden Bürgermeisters beansprucht. Diese Absicht habe ich eigentlich. Deshalb bin ich nämlich als Spitzenkandidat der Berliner SPD angetreten. Das ist mit meinem Einverständnis passiert. Und wenn man als Spitzenkandidat antritt, dann muss man es auch wirklich wollen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich will. Eine große Koalition mit CDU und SPD will die alternative Liste in jedem Fall verhindern. Sie hat heute ihr Angebot für eine Zusammenarbeit mit der SPD bekräftigt. Gleichzeitig machen die Alternativen mobil gegen die rechtsgerichteten Republikaner, die im ersten Anlauf 11 Sitze im Abgeordnetenhaus erhielten und damit zum ersten Mal in einem Landesparlament vertreten sind. Gegen die Republikaner, die sich heute in ihre Spandauer Parteizentrale zurückzogen, läuft zur Stunde eine große Demonstration in der Innenstadt. Etwa 12.000 Teilnehmer fordern in Sprechchören Nazis raus. Bereits gestern Abend hatten mehr als 10.000 Menschen gegen die Republikaner demonstriert. Der Termin für den Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow ist auf die Zeit vom 12. bis 15. Juni festgelegt worden. Gorbatschow folgt einer Einladung des Bundespräsidenten und erwidert damit Bundeskanzler Kohls Besuch vom Oktober vorigen Jahres. Nach den Worten von Regierungssprecher Ost erwartet der Bundeskanzler auch in diesem Jahr weiterführende Fortschritte im Ost-West-Verhältnis. Einzelheiten des Besuchs werden noch festgelegt. Bundesverteidigungsminister Scholz und sein britischer Amtskollege Younger haben sich heute in Großbritannien über sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen unterhalten. Einheiten des deutschen Heeres werden in diesem Jahr zum ersten Mal Fuß auf britischem Boden setzen. Dies ist das erste greifbare Ergebnis der Besprechungen, die Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz heute mit dem britischen Minister Younger in London führte. Gemeinsam mit der britischen Armee sollen die Deutschen ins Manöver ziehen. Gemessen an der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist die deutsch-britische eine sogenannte stille Allianz. Sie funktioniert lautlos, aber gut und soll der Öffentlichkeit deutlicher als bisher ins Bewusstsein gerückt werden. Die Briten drängten in den Gesprächen auf ein deutsches Ja zur Modernisierung der atomaren Kurzstreckenwaffen. Eine Entscheidung, die die Deutschen bis zur Vorlage eines strategischen Gesamtkonzepts hinausschieben möchten. Auf deutsches Drängen ließen die Briten aber Bereitschaft zu einer Reduzierung der Tiefflüge ihrer Luftwaffe in Deutschland erkennen. Zahlen wurden dabei jedoch nicht genannt. Man muss ein Minimum erreichen.
Und dieses Minimum muss man auf der Grundlage eines ganzen Pakets von Maßnahmen erreichen. Und wir haben hier einen sehr fruchtbaren Austausch von Möglichkeiten heute diskutiert. Wir sagen nicht, dass wir schon beim absoluten Minimum für Tiefflüge angekommen sind, meinte der britische Verteidigungsminister. Wir sind bereit, alle Möglichkeiten zu prüfen, um das absolut nötige Minimum an Tiefflügen zu erreichen und damit die Belästigung der Bevölkerung zu verringern. DDR-Verteidigungsminister Kessler hat die Bundesrepublik zur einseitigen Verringerung ihrer Streitkräfte und zum Verzicht auf die Modernisierung ihrer nuklearen Kurzstreckenwaffen aufgefordert. In einem Kommentar des SED-Zentralorgans Neues Deutschland nahm Kessler auch Stellung zu dem gestern vom Warschauer Pakt veröffentlichten Streitkräftevergleich. Darin wird ein annäherndes Gleichgewicht zwischen NATO und Warschauer Pakt festgestellt. Vorhandene Ungleichgewichte, so Kessler, müssten nach dem Grundsatz beseitigt werden, wer mehr hat, vermindert entsprechend. In Bonn, Washington und bei der NATO in Brüssel wurde eine sorgfältige Prüfung der Statistik angekündigt. Zugleich aber auch Skepsis an dem behaupteten Gleichgewicht laut. Vor einem Bürgerkrieg in Jugoslawien hat heute Parteichef Suvar in Belgrad gewarnt. Auf einer Krisensitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei sagte er in Anspielung auf den Nationalitätenkonflikt, es gebe Antireformer. An ihnen drohe der Bundesstaat zu zerbrechen. Damit griff er seinen schärfsten Gegner an, den serbischen Parteichef Milosevic. Dieser fordert eine stärkere Zentralregierung. Auf der Sitzung, die 2 oder 3 Tage dauern kann, will das ZK nach Lösungen für die Wirtschafts- und Nationalitätenkrise suchen. Papst Johannes Paul II. Hat in einem apostolischen Schreiben zur Rolle der Laien und Frauen in der Kirche Stellung genommen. Das Schreiben fasst die Arbeit der Bischofssynode von 1987 zu diesem Themenbereich zusammen. Die Laien fordert Johannes Paul II. Darin zu einem verstärkten Engagement in Kirche und Gesellschaft auf und betont die besondere Berufung der Frauen. Ihre große Aufgabe liege im Eheleben und der Mutterschaft. Zugleich erteilt er erneut der Priesterweihe für Frauen eine entschiedene Absage. Bundesregierung und Koalition wollen durch neue städtebauliche und steuerrechtliche Vorschriften gegen die Spielhallenflut vorgehen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe hat dafür jetzt ein Konzept erarbeitet. Spielhallen sollen danach in reinen Wohn- und Industriegebieten nicht zulässig sein, dagegen aber weiter grundsätzlich erlaubt bleiben in Kerngebieten, also in den Innenstädten. Ferner sollen Geldspielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken ausgestattet und die gesamten Einsätze der Umsatzsteuer unterworfen werden. Winterschlussverkauf hier in Hamburg. Preisnachlässe bis zu 70% haben die Einzelhändler angekündigt. Vor allem Wintersachen wollen sie aus den überfüllten Lagern loswerden. Eine Frankfurter Kaufhauskette wirbt damit, eine dreiköpfige Familie für 180 Mark einzukleiden. Eine andere im Ruhrgebiet bietet Schuhe für 5 Mark an. Der Handel rechnet mit einer Umsatzsteigerung von 5% gegenüber dem Vorjahr. Am ersten Tag sei der WSV gut angelaufen. Der Schauspieler Siegfried Wischnewski starb, wie heute erst bekannt wurde, am 24. Januar in Königswinter. Der 67-Jährige erlag einem langjährigen Krebsleiden. Wischnewski, der in Ostpreußen geboren wurde, begann seine Theaterkarriere in Lüneburg, ohne eine Schauspielschule besucht zu haben. 1955 übernahm er erstmals eine Fernsehrolle. Unter anderem spielte er in den Fernsehspielen Bauern, Bomben und Bonzen und Die Katze. Einem Millionenpublikum bekannt wurde er nicht zuletzt durch die Serie Ein Heim für Tiere. Der Tierarzt war eine seiner letzten Rollen. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 31. Januar. Über Norddeutschland und über Großbritannien erkennt man stärkere Bewölkung entlang eines Tiefausläufers. Über dem Westen und dem Süden Deutschlands sowie im Osten sieht man ausgedehnte Nebel- bzw. Hochnebelfelder. Dagegen sind die Alpen und der Mittelmeerraum gering bewölkt. Ursache dafür ist eine umfangreiche Hochdruckzone mit Schwerpunkt über dem Alpenraum, die sich nur wenig verlagert. An ihrer Nordflanke ziehen atlantische Tiefausläufer unter Abschwächung südostwärts. Die Vorhersage für morgen: Im Norden und im Nordosten Deutschlands zunächst vielfach stark bewölkt, vereinzelt noch etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf jedoch Bewölkungsauflockerungen und kaum Niederschlag. Im übrigen Deutschland, vor allem in den Hochlagen, vereinzelt sonnig.
Sonst neblig trüb oder hochnebelartige Bewölkung, überwiegend niederschlagsfrei. Tiefstwerte im Norden um 2 Grad, sonst 1 bis minus 4, bei längerem Aufklaren im Süden örtlich bis minus 7 Grad. Höchstwerte im Norden um 6, sonst minus 1 bis plus 4 Grad. Überwiegend schwachwindig, nur an der Küste mäßiger westlicher Wind. Die weiteren Aussichten, keine durchgreifende Änderung.